Ich dachte gerade eben schon, dass wir Mora, aber Mora hat rote Haare, keine schwarze. Unser Gespräch wurde durch die Ankunft des Einbrechers unterbrochen. Ich sollte diesem mit Quano hinterher schleichen. Ich habe mit Quano gesprochen. Er erwartet einen Einbrecher und möchte sicherstellen, dass Fex seinen gerechten Anteil bekommt. Speichern wir hier mal, falls das Schleichen schief geht. Was? Wie? Sieh an, wen haben wir denn da? Im fremden Revier in Wildern haben wir gar nicht gern. Talia, die Ravendosa. Ach so, die aus Moorbrück, oder? Die inzwischen Ach, anders. ihr kennt euch? Ja, wir haben uns vor einiger Zeit in Moorbrück getroffen. Was gibt es denn Interessantes bei den Störebrands? Ich suche nur eine Möglichkeit, meine Schulden bei euch zu begleichen. Und da bietet sich der Geldsack Störebrand doch an. Oder wollt ihr vielleicht euer Geld nicht? Ich weiß nicht. Warum versucht ihr nicht, das Geld auf ehrliche Weise zu verdienen? Es ist ja nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Aber leider waren meine Unternehmungen nicht von Erfolg gekrönt. Meine Talente liegen eindeutig auf anderen Gebieten. Wenn ihr eure Schulden mit gestohlenem Geld begleichen wollt, verzichte ich darauf. Ich will mit eurer Machenschaft nichts zu tun haben. Wie ihr wollt. Aber ihr seid doch sicher nicht nachts hier im Hafen unterwegs, um mir aufzulauern. Dafür gibt es doch bestimmt einen wichtigeren Grund. Ja, wir untersuchen die Aktivitäten einer Rauschkrautschmuggelbande, die sich in der letzten Zeit hier im Hafen herumtreiben soll. Ihr habt nicht zufällig diesbezüglich irgendetwas beobachtet? Ich mag ja eine Diebin sein, aber mit solchen fex-ungefälligen Dingen habe ich nichts zu tun. Rauschkrautschmuggel hier in Ferdok? Das ist das Erste, was ich davon höre. Ich wollte euch vorhin schon nachfragen. Ich vermute, dass die verschwundenen Waren den Schmugglern auf die Spur gekommen sind. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber ich habe vorhin einige Gestalten am Eingang zum Bierkeller des flinken Fratjens gesehen. Es kam mir schon merkwürdig vor, dass das Bier mitten in der Nacht geliefert wird. Ihr habt recht, das erscheint auch mir ziemlich ungewöhnlich. Ich werde mich dort auf jeden Fall mal etwas genauer umsehen. Wenn euer Hinweis zur Ergreifung der Schmugglerbande führt, könnt ihr eure Schuld als beglichen ansehen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich schließe mich dem an. Ihr würdet auch der Diebesgilde einen Dienst erweisen, wenn der Rauschkrautschmuggel unterbunden würde. Ja, gut. Das heißt, wir können wieder laufen, müssen in den Bierkeller, aber vorher können wir ja dem Stadtgardisten mal von dem Fisch berichten, der Wolfsratten anlockt, was nicht so schön ist. Er steht nämlich gleich hier. Da seid ihr ja wieder. Schon etwas herausgefunden? Die Zwergendinge trieben sich an der Brauerei herum. Ich vermute, sie haben nach einem Weg gesucht, günstig an ein Fest im Ferdocker zu kommen. Ich konnte sie überzeugen, sich einen anderen Zeitvertreib zu suchen. Bei denen weiß man nie. Ich bin gespannt, was sie sich als nächstes ausdenken. Ja, haben wir sonst noch was? Nein, das ist dann alles. Okay. Zum Bierkeller, also Folge Quano. Quano und ich haben den Einbrecher, der sich als die Streunerin Talia entpuppte, zur Rede gestellt. Hinweise über den Rauschkrautschmuggel konnten mir Talia und Quano leider nicht geben. Allerdings hat Talia am Eingang zum Bierkeller des flinken Fältchens Leute herumschleichen sehen. Da es unwahrscheinlich ist, dass Wirt Schotterbusch mitten in der Nacht Bier geliefert bekommt, sollte ich mich dort einmal umsehen. Ja. Da müssen wir aber hier durch. Na komm, hauen wir das Holzfass auch noch kaputt. Was ist da drin? Tant zu verkaufen. Betrete den Bierkeller. Zum Bierkeller. Verschwinde. Ich habe mich zum Eingang des Bierkellers des Flinken Frettchens begeben und beobachtet, wie jemand mit einer Kiste darin verschwunden ist.
Ich habe beobachtet, wie jemand den Bierkeller betreten hat. Talia hat also die Wahrheit gesagt. Ich sollte jetzt den Keller betreten und mich dort umschauen. Jetzt wissen wir, wofür der Bierkeller da war. Der dürfte aber eigentlich nicht groß sein. Oh, Falle entdeckt. Ach, der kleinen Truhe da. So, das war die letzte Kiste. Das Päckchen für Talon wurde schon abgeholt. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Um den Rest kümmere ich mich. Was ist mit den Gardisten? Die findet so schnell keiner. Abgesehen davon sollte das nicht euer Problem sein. Ist mir recht. Bis zum nächsten Mal. Suche die Gardisten. Betrete den Bierkeller. Ich habe den Bierkeller betreten. Ich habe ein Gespräch der Rauschkrautschmuggler belauschen können. Die verschwundenen Wachen werden von ihnen gefangen gehalten. Ich muss sie unbedingt finden und befreien. Folgt mir. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Truhe drin sind. Na klar. Aber wir machen sie trotzdem mal auf. Ich bin immer neugierig, was in Truhen drin ist, an denen Fallen kleben. Wow, Pfeilspitzen und Holzleim. Okay, die sind jetzt alle ein bisschen aggressiv. Können aber nicht so sonderlich viel. Der da kämpft sogar nur mit Fäusten. Ich versuche mein Bestes. Wie viele Verbände? Wir sind wieder gut dabei mit den Verbänden. Okay, Helfer, Händler und der Kunde kommt angerannt. Ich habe ein Notizbuch erhalten. Ja, boxen wir die erstmal um. Da ist jetzt niemand mehr wirklich lebendig. Rauschkraut und Boronswein. Ich habe bei den Rauschkrautschmugglern ein kleines Notizbuch gefunden, das Hinweise auf die Abnehmer des Rauschkrauts enthält. Bevor ich diesen Hinweisen nachgehe, sollte ich Frau Dorkenschmidt informieren von dem Fund berichten. Ist ein bisschen komisch geschrieben. Danach soll ich mit Wuktin Dariana darüber reden. Ja. Aufgepasst. Muss mal gucken, was steht in diesem Notizbuch. Notizbuch. Moorbrück, Krobler, 40 Unzen Rauschkraut, 16 Schank Boronswein. Talon, Pfefferkorn, 50 Unzen Rauschkraut. Talon, Gorbas, 10 Unzen Rauschkraut. Blutberge, Koch, 100 Unzen Rauschkraut, 25 Schank Boronswein. Morolosch, Hamralgasch, 20 Unzen Rauschkraut, 10 Schank Boronswein. Okay. Oh, ein Einbeersaft. Und noch mehr helles Pferdocker. Ja, Rauschkraut und Boronswein. Liegt hier alles schön säuberlich rum. Ja, ich will nicht Schlösser knacken, ich will Fallen entschärfen. Du
Dunkles Zwergenbier und noch mehr dunkles Zwergenbier. Folgt mir. So, Schlösser knacken. Was ist hier für Tant? 6 Quellwasser, yippie. Ah, da ist ein bisschen mehr drin. Noch mehr dunkles Zwergenbier. Sind die Wachen in den Fässern versteckt? Okay, jetzt habe ich richtig viel zu dunkles Zwergenbier. Jetzt bin ich auch richtig überladen. Okay. Die waren wirklich eingelegt. Suche die Gardisten. Die Schmuggler haben die Gardisten in 2 Bierfässern versteckt. Ich habe sie befreit. Sie sind jetzt zwar ziemlich betrunken, aber immerhin leben sie noch. Geht es euch gut? Los. Oh, oh, ihr seid ja total betrunken. Bin ich gleich. Ich glaube kaum, dass wir aus denen ein klares Wort rausbekommen. Wir sollten sie zu Rübinger bringen. Es ist gruselig, wenn Gwendala so lacht. Ja, das wird wohl das Beste sein. Ihr habt sie gefunden. So erzählt doch schon. Die beiden sind tatsächlich den Schmuggler in die Hände gefallen. Man hat sie im Bierkeller des Finken Frettchens in 2 Fässer gesteckt. Daher der Geruch. Ja, außerdem sind sie ziemlich betrunken. Ich konnte kein klares Wort aus ihnen herausbekommen. Hauptsache, sie leben noch. Konntet ihr die Schmuggler ergreifen? Sie haben die Begegnung leider nicht überlebt. Ist doch besser für sie. Ich werde die beiden jetzt in die Kaserne bringen. Wollt ihr mitkommen? Ja, ich habe hier alles erledigt. Ich glaube nämlich, es gibt hier nicht sonderlich mehr viel. Keine Ahnung zwar, was es mit dem Müffelfisch auf sich hat, aber ich glaube, das war einfach nur Ablenkung. So. Ihr seid zurück, wie schön. Und ihr habt auch meine Gardisten gefunden. Erzählt doch. Eure Gardisten wurden von den Rauschrottschmuggeln gefangen gehalten. Wir konnten ihnen auf die Schliche kommen und eure Gardisten befreien. Und was ist mit dem Schmugglerring? Sie haben sich im Bierkeller des Finken Frettchens versteckt. Es ist uns niemand entkommen und wir haben Hinweise auf den weiteren Vertrieb in der Umgegend bekommen. Wir werden diesen noch nachgehen. Dann solltet ihr so bald wie möglich die Vogtin aufsuchen. Sie wird an den Neuigkeiten sehr interessiert sein. Ja. Das hatte ich ohnehin vor. Ich mache dich dann gleich auf den Weg. Ja, Hafen wurde abgeschlossen. Ich habe die Nachtwache am Uktanhafen übernommen. Dort ist es mir gelungen, die Rauschkrautschmuggler in ihrem Versteck zu überraschen. Ich habe die Wachen bei Gardis Rübinger abgeliefert. Er war trotz des Zustands der beiden Wachen hoch erfreut, diese wiederzusehen und wird sie zurück in die Kaserne bringen. Ich habe auch Frau Dockenschmidt über die Rauschkrautschmuggler und die Gardisten in Kenntnis gesetzt. Mhm. Gut, ich will aber erst einmal... Na klar. Sanja. Du bist auch wieder ein bisschen voll. Ja, ich sollte wirklich das Zeug mal wegpacken. Und das Zeug verkaufen, weil 50 Stein ist doch ein bisschen viel. Dumm. Das verkaufe ich einfach. Danko. Ganz ehrlich. Mal gucken, hat er wieder meinen Anteil? Ah, was kann ich für euch? Aber natürlich. Ja, 10 Dukaten von Danko. Ah, was kann... So. Wolfsrattenschwanz, Lederkappe, helles Pferdock, Kulmontee, Lederhosen, Wurfdinger. Sehr viel dunkles Zwergenbier. Und du hast eh nur das Zeug, was wir dir verkauft haben. So, dann heißt es jetzt...
Ach, ich gehe erstmal in den Ugdanhafen. Ich will das mit dem, mit Warwisch klären. Weil das wäre gleich hier. Dann gehen wir in die Grafenresistenz mit der Vogtin reden. Und dann gucken wir, ob Bakorium da ist. Da ist Warwisch.